Thomas Krützberg, im Lehmburg-Museum hat sich gestern in der Kuratoriumssitzung einiges getan. Der bisherige Direktor ist, ich sag mal, seines Amtes enthoben worden. Er ist zwar noch bis zum September offiziell wohl im Dienst, aber mit sofortiger Wirkung wird Frau Söcke-Dinkler seine Position übernehmen. Wie kam es dazu? Also er ist nicht des Amtes enthoben worden, sondern Kuratorium und Professor Dr. Stecke haben sich auf einen Auflösungsvertrag geeinigt. Das ist im Berufsleben nichts Außergewöhnliches und das ist hier nun mal vollzogen worden. Und das Museum und der Vorstand des Museums muss arbeitsfähig bleiben. Das heißt, wir mussten unmittelbar, nachdem der Aufhebungsvertrag unterschrieben war, eine neue Personalie finden. Und ich denke mal, die ist uns mit Frau Dr. Dinkler herausragend gut gelungen, für die Übergangszeit zunächst bis zum 31.12.2013 Frau Dinkler mit beiden Aufgaben, Museumsdirektor und Vorstand, zu betrauen. Und jetzt werden wir versuchen, das Museum gut weiterzuführen und die erfolgreiche Arbeit des Museums auch wieder auf gute Beine zu stellen. Heißt das mit anderen Worten, dass sich nach dem 31.12. nochmal ein Wechsel andeuten könnte? Das ist durchaus möglich, aber nicht gesetzt, sondern wir werden ein offenes Ausschreibungsverfahren machen. Das ist der Wunsch des Kuratoriums. An dem wird sich mit Sicherheit, da bin ich von überzeugt, auch Frau Dinkler beteiligen. Jetzt hieß es ja, dass Professor Stecker bis Ende des Jahres, ich sage mal, unter Bewährungsfrist steht. Was hat die Stadt oder das Kuratorium dazu bewogen, ich sage mal, diese Bewährungsfrist abzukürzen? Haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Kuratorium Stillschweigen über die Beratungsfolge vereinbart haben und an dieses Stillschweigen halte ich mich? So leid mir das tut, ich weiß, die Öffentlichkeit hat hohes Interesse daran, aber ich denke mal, dafür muss Verständnis da sein. Trotzdem vielleicht noch mal ein abschließendes Wort zu Raimund Stecker. Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Wünsche an ihn? Also ich selber habe ihn nur zwei, dreimal kennengelernt. Ich habe ihn als sehr aufgeschlossenen, sehr impulsiven, sehr empathischen Menschen kennengelernt. Und ich wünsche ihm für seine weitere Laufbahn natürlich alles Gute. Thomas Krützberg, vielen Dank.